Ja, Assassin's Creed, also ja genau, ich wollte euch, also ich finde es mal interessant von euch zu hören, welcher Assassin's Creed halt eure liebste war, ob ihr euch 3 holt, ob ihr euch freut, ob ihr euch nicht freut, ob ihr Assassin's Creed überhaupt mögt und wenn nicht, warum guckt ihr den Scheiß hier überhaupt? Und so weiter und so fort. So, bin ich hier. Ich will noch an denen gerne vorbei. Achso, ihr kehrt schon. Nö, dann gehe ich. Tschüss. Dann ändere ich mal kurz die Karte wieder auf Attentat. Eine kleine Spende. Ich bin bringt das eigentlich irgendwas? Nee, ne? Wenn ich nicht gerade in der Masse bin? Mein Freund versuchte mich vehement zu überzeugen, dass das doch irgendwas bringe, aber das tut's überhaupt nicht. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Oh ja, komm. Ist mir egal. Ist sehr traurig, aber... Oh, ja, da sind sie wieder, ey. Da sind sie wieder. Meine liebsten Freunde. Die Invaliden, ey. Was ist das? Okay. So, Dalal. Du bist wahrscheinlich da drin, wa? Oder? Upsala. Bin ich denn jetzt? Geier? Ach, die Sk... Oh. Oh, ich bin erschrocken. Was nun, Sklaventreiber? Nennt mich nicht so. Ich versuche nur zu helfen. So wie mir geholfen wurde. Ihr tut ihnen keinen Gefallen, damit sie so einzupferchen. Einpferchen? Ich biete ihnen Schutz und bereite sie auf die Reise vor, die vor uns liegt. Boah. Welche Reise? In ein Leben der Knechtschaft? Ihr wisst gar nichts. Es war dumm, euch hierher zu bringen. Zu denken, dass ihr sehen und verstehen würdet. Ich verstehe sehr gut. Zeigt euch! Na dann. Hilfe! Kann... Helft mir! Ah, sorry, Alter. Ihr wollt den Mann sehen, der euch hergerufen hat. Ihr habt mich nicht gerufen. Ich kam von allein. Ja? Wer hat die Tür geöffnet? Den Weg freigemacht. Musstet ihr nur einmal eure Klinge gegen einen meiner Männer erheben? Nein. All das tat ich für euch. Dann tretet ins Licht und ich werde euch einen letzten Wunsch erfüllen. Ja, pfff. Sei dir mal so sicher. Ich mach dich kalt, du alte Schnecke. Hallo. Nun stehe ich vor euch. Was ist euer Begehr? Kommt herunter. Lasst uns das ehrenvoll beenden. Warum muss es immer in Gewalt enden? Ich glaube, ich kann euch nicht helfen. Denn ihr wollt euch selbst nicht helfen. Und ich kann nicht zulassen, dass mein Werk gefährdet wird. Ihr lasst mir keine Wahl. Ihr müsst sterben. Das glaubst auch nur du. So. Zack. Aha, zack. Und zack. Ja, jetzt mit vielen. Also wenn viele Leute da sind, arbeite ich hier kontern. Ah, scheiße. Ansonsten nicht zu schnell. Ah, hey, hey, hey. Zack. Die halten sich ja immer wieder auf. So, einer ist weg. Ich greif nochmal hoch. Ah, guck mal. Greifen? Wir gehen greifen. Na da. Okay. Und zack. Und... Bams. In die Wand und... Flash. War's das? Dann gehe ich mal zu dem Typ hier nach oben. Ne? Ja, ja, ja. Glaubst du, du kannst mir entkommen? Ah! Okay, gleich schon. Einfach mal so hier. Ganz einfach. Was ist der denn jetzt? Da ist er. Hinter... Upsala. Okay, das war schlecht. So war das nicht gedacht eigentlich. Scheiße. Ah, geh weg. Da ist er. Geh gut, er ist unten.
Nein! Ah, Alter hier! Alter hier! Alter hier! Alter hier! Alter hier! Alter hier! Alter! Alter Ire! Da ist er. Action sehe ich, will ich aber nicht. Nein. Ah, okay. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen stiller werde ab und zu. Es ist nur Konzentration. Ja, auch ich konzentriere mich tatsächlich manchmal. Komm, stimmt. So, nervt mich. So, du bist auch weg. Ich hoffe, es werden einfach noch nicht mehr. Komm, dann stumpf. Nein, nicht auf den, auf den. Und. Nein. Komm. Ah, nicht werfen. Nein, nein. Und stirb. Ah, endlich. Huh, wir haben es geschafft. Nicht mehr fliehen. Teilt euer Geheimnis mit mir. Mein Part ist beendet. Die Bruderschaft ist nicht so schwach, als dass mein Tod sie aufhalten würde. Welche Bruderschaft? Al-Mualim ist nicht der Einzige, der Pläne für das Heilige Land hat. Und mehr werdet ihr von mir nicht erfahren. Dann sind wir fertig. Bittet euren Gott um Gnade. Wenn es je einen gab, hat er uns lange verlassen. Uns und die Männer und Frauen, die ich bei mir aufgenommen habe. Wie meint ihr das? Bettler, Huren, Süchtige. Klingt das nach tüchtigen Sklaven für euch? Unfähig selbst für die niedersten Arbeiten. Nein, ich verkaufe sie nicht, ich rette sie. Aber ihr würdet uns alle töten. Und das nur, weil man es euch befahl. Nein, ihr profitiert vom Krieg, von zerstörten und gebrochenen Leben. Ja, so denkt ihr, in eurer Unwissenheit. Euren Geist abschirmen. Man sagt, das könnt ihr am besten. Oh. Erkennt ihr nicht die Ironie darin? Nein, wohl noch nicht. Aber bald. Ja, da gibt er schon mal ein bisschen vor. Da täschen wir ihn lieb mit der Feder und verpissen uns mal ganz schnell. So, wie werde ich jetzt die Masse an... los hier? Okay, das bringt mir gerade überhaupt nichts. Ah, gelb, super. Ah, nicht mehr gelb, nicht mehr so super. Ist gelb, ist super. Ah, hier. Und blub. Ihr seht, das gefällt mir, dieses ganz gechillt. Boah, ich bin nur 10, weiß nicht, Einheiten, Meter weg von dem Büro. Kommt mir doch sehr gelegen. Geh mal weg. Komm, geh weg. Ich bin zwar eigentlich safe, aber ich hätte die gerne nochmal kurz aus meinem... Alter, wie viele sind da denn noch? Weiß man? Okay, dann. Ich bin nur besoffen, ich hänge nur so in der Gegend rum. Lalala, guck mal. Hui, ich bin besoffen. Lalala. Verdammte Scheiße, Alter. Ja, warum kannst du nix? Aber hier kannst du doch hoch, oder? Ja, gut. Ich dachte schon. Ups, nein, nicht hochklettern, Alter. Ihr, aus. Rein. Rein. So. Jetzt berichte Malik von deinen Taten. Alter, ihr. Wie wunderbar, dass ihr zurückgekehrt seid. Und wie verlief eure Mission? Die Tat ist vollbracht. Talal ist tot. Oh, ich weiß. Für wahr. Die ganze Stadt weiß es. Habt ihr die Bedeutung von dezent vergessen? Ja. Ein Assassine stellt sicher, dass viele von seiner Tat erfahren. Nein, ein fähiger Assassine behält jederzeit die Kontrolle. Wir können über Details streiten, Malik. Aber Tatsache ist, dass ich die von Al-Mualim übertragene Aufgabe erfüllt habe. Dann geht. Kehrt zu dem Alten zurück. Lasst uns sehen, auf wessen Seite er steht. Ihr und ich stehen auf derselben Seite, Malik. Das findet Malik scheinbar nicht so. Nun denn. Das hier wohl eliminiert. Zurück zu Al-Mualim. Kann ich da mich jetzt hin teleportieren, irgendwie hin spawnen und so? Ja, ich glaube ja. Sehr gut.
dann haben wir noch einen erledigt von denen. Wir waren das nochmal. Verdammt, was ist jetzt schon wieder? Ich habe komische Temperaturanzeigen. Ich glaube, der Animus läuft heiß. Jesus, immer ist irgendwas. Wie lange? Weiß ich noch nicht. Diese Verzögerungen sind inakzeptabel, Stone. Ich will jede Stunde einen Bericht. Es wird ein Weilchen dauern, Desmond. Warum legen Sie sich nicht hin oder so? Ruhen sich aus. Okay. Hallo, Lucy. Lucy Pussy. Hallo. Nein, kann ich hier noch irgendwas machen? Ich hoffe, ich verkacke hier nirgendwo was, weil ab und zu kann man hier ein bisschen mit den Sachen hier interagieren. Bloß weiß mein kleines Spatzenhirn natürlich nicht mehr, wie und wann das alles ging. Ja, ja. Was mache ich denn, wenn ich hier so... Warum schaltet er sie immer an? Es ist seine Maschine. Seine Theorien, aber er hat sie nicht selbst gebaut. Wer dann? Sie? Nein, Abstergo hat ein Ingenieursteam. Es gibt nicht viel, was sie nicht haben. Aber ich habe den Zusammenbau überwacht. Schätze, deshalb ist er immer wütend auf mich. Er ist ein Arsch. Er steht unter großem Druck. Wie wir alle. Unglaublich, dass Sie diesen Kerl verteidigen. Warren rettete mein Leben. Wenn er gern ein bisschen herumbrüllt, lassen Sie ihn. Arme Lucy. Kann ich noch mit ihr interagieren? Wie er rettete ihr Leben? Sie sind nicht der Einzige, der nachts nicht nach Hause geht, Desmond. Moment, Sie sind eine Gefangene? Als sie auf mich zukamen, habe ich gerade meine Doktorarbeit beendet. Die Uni hat deutlich gemacht, dass ich dort keine Zukunft hätte. Sie mochten das Thema der Arbeit nicht, nannten es Pseudowissenschaft. Sie sagten, ich würde die ganze Fakultät in Verruf bringen. Es war überall dasselbe. Bei den anderen Unis und Firmen, wo ich mich vorstellte. Mir gingen ziemlich schnell das Geld und die Zeit aus. Und ich war so kurz davor, Kellnerin zu werden. Dann kam ein Brief. Von Wittig? Er verfolgte meine Karriere seit dem Erstsemester und wollte mich treffen, um über meine Zukunft zu sprechen. Stalker! Sie können sich nicht vorstellen, wie gut das tat. Also habe ich ihn getroffen. Was hatte ich zu verlieren? Er bot Ihnen einen Job an. Ja, hier bei Abstergo, um beim Animus-Projekt zu helfen. Es bot mir eine Chance, meine Professoren zu widerlegen. Wie hätte ich das ablehnen können? Ich habe den Teil verpasst, wo Sie gefangen wurden. Manchmal frage ich mich... Ob die nicht hinter allem stecken. Ob die das alles so manipuliert haben, dass ich in diese Situation kam. Die können das. Die können alles. Ich habe nicht nachgedacht, als ich zusagte. Sie haben mir sogar gesagt, dass ich kaserniert werde. Für 6 Monate, maximal 1 Jahr. Wenn das Produkt fertig wäre, gäbe es keinen Grund zur Geheimhaltung mehr. Aber bis dahin sei ich ein Gast der Firma. Zumindest haben sie das gesagt. Und als er fertig war? Sie kamen, als ich schlief. 3 Kerle. Bewaffnet. Oh. Sie zerrten mich aus dem Bett. Gott. Das Schlimmste war, dass ich sie kannte. Einer von ihnen, Richard, wir haben manchmal zusammen Mittag gegessen. Und jetzt wollte er... Sie haben Witze gerissen. Ich wollte weglaufen. Er schlug mich. Und dann sagte er mir, dass ich sterben würde. Oh Gott, was haben Sie getan? Nichts. Ich habe mir dauernd gesagt, ich träume nur. Und dann kam Warren. Er schrie sie an, dass sie mich in Ruhe lassen sollen. Und sie gehorchten. Unglaublich. Er ist kein glücklicher Mann, Desmond. Ich würde nicht einmal sagen, dass er ein guter Mann ist. Aber er hat mich gerettet. Sie kamen nicht zurück. Und er hat versprochen, dass sie nie wieder kommen würden. Sie sitzen immer noch hier fest und arbeiten für die. Aber ich lebe. Wie auch immer. Ich muss den Animus reparieren. Wir sehen uns morgen, Desmond. Ja, da haben wir wieder was erfahren über Lucy. Sehr sympathisch, wie ich finde, auch wenn sie einen lustigen Fehler in ihren Haaren hat, wie man hier jetzt gerade schön sieht. Ich sehe Desmond durch ihre Haare. Gar nicht müde? Eigentlich nicht, aber... Ja, sonst können wir, glaube ich, nichts machen hier. Desmond kann auch nicht rennen. Die alte Lusche. Hier können wir auch nichts machen. Ja, sonst können wir hier im Raum mit nichts und gar nichts außer mit Lucy interagieren. Ja, dann würde ich mal sagen... Kann nicht reden, hab zu tun. Okay. Dann gehen wir auch mal wieder schlafen.